Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir den König hier gerettet vor, ich darf meine Aufnahme hängt, vor der Vergiftung, und der hat uns jetzt erlaubt, im Archiv nachzugucken, um Informationen über den Kalan-Krieg oder Kalan-Krieg zu beschaffen. Und das machen wir jetzt mal, wenn ich wüsste, wo der Archivraum ist. Ich habe kurz in die Synopsis nochmal geguckt, weil ich vor 5 Minuten noch nicht mal gewusst habe, was wir jetzt machen. Mein Gott, das war ein guter Zufall. Okay, nehmen wir uns die Bücher vor. Was ausgerechnet Leute sagt. Rain bekommt gleich wahrscheinlich wieder einen Anfall oder so, ne? Ach ja, wir machen das übrigens, um ein Heilmittel für Colette zu finden. Damit sie nicht mehr irgendwie so eine schuppige Haut bekommt oder irgendwie sowas. Es hat keinen Zweck. Okay, wer stapelt Bücher bitte in so einen riesigen Turm? Egal. Es kann doch nicht sein, dass wir alle das hier durchsucht haben und das immer noch nicht gefunden haben. Gibt es noch andere Bücher? Ich werde nicht aufgeben. Es muss möglich sein. Leute, danke, aber es ist gut. Ihr könnt aufhören. Ja, okay. Vielleicht sollten wir mal in diesem glänzenden Buch nachgucken, was in der Luft am Schweben war. Das ist doch Engelsprache. Nein, das sind alte Elfenzeichen. Wartet, das könnte es sein. Ich hatte nicht erwartet, das Buch auf diese Weise zu finden. Colettes Ungeschicklichkeit scheint ein Geschenk der Götter zu sein. Professor, was steht da? Moment. Um eine Erosion der Kruxiskristalle zu verhindern, werden ein Mana-Fragment und Zirconium durch Boltzmanns Verfahren verschmolzen, um eine Rundenfassung zu erstellen. In der Fassung gelegte Fasern des Mana-Blattkrauts schützen gegen die Kristallisierung, welche die Krankheit verursacht. Der Rest ist nur Theorie. Ja, super. Wir brauchen also ein Mana-Fragment, Zirconium und das Horn eines Einhorns, ja? Und Mana-Blattkraut. Dann müssen wir eine sogenannte Rundenfassung herstellen und diese auf der Schutzfassung anbringen, um die Aktivität des Kristalls zu unterdrücken. Und wer soll die herstellen? Na, ein Zwerg vermutlich. Was geschieht mit Colettes Körper? Der Zustand heißt chronisches Angulus Crystallus Inofficium, genau wie Altessas Diagnose. Es ist eine Krankheit, die den gesamten Körper in einen Kruxiskristall verwandelt. Okay, jetzt gibt's eine Hoffnung. Aber wir haben nicht viel Zeit. Hier steht, dass die Kristallisierung der Epidermis innerhalb weniger Monate beginnt. Und in den Endphasen wird der Körper vollständig kristallisiert. Die Organe kristallisieren nach und nach der Haut und dann schließlich muss das unbedingt vorgelesen werden. Stirbt das Opfer? Es hilft von nichts, um den heißen Brei rumzureden. Ja, genau. Dann beeilen wir uns, süße Mädels verdienen ein langes Leben. Wo bekommen wir die Materialien her? Mein Unternehmen hat mal mit Zirconium gehandelt. Im Lazareno-Hauptgebäude finden wir vielleicht noch Informationen darüber und über den Lagerort. Mana-Blattkraut findet man vermutlich in Heimdall. In der Stadt der Elfen? Ja, ich glaube, ich habe den Namen dieser Pflanze als Kind schon mal einmal gehört. Aber die Bewohner von Heimdall lassen keine Nicht-Elfen in ihrer Stadt. Ach, das ist wahrscheinlich dieser Wald, ne? Warum? Anscheinend gab es vor langer Zeit einmal Streit zwischen ihnen und einigen Menschen. Heutzutage kommt niemand ohne Genehmigung des Königs von Tetorla in den Ort hinein. Hat das irgendwas mit Tales of Phantasia zu tun? Oder spielt er, glaube ich, irgendwie 1000 Jahre vor oder nach? Ne, ich glaube, Symphonia spielt er 1000 Jahre vor Phantasia, ne? Aber da, wenn man danach geht, von welcher Zeitebene von Phantasia wir hier reden, egal. Ob der König uns wohl eine Genehmigung gibt? Wer weiß, er scheint mich ja nicht sehen zu wollen. Wir könnten Prinzessin Hilda fragen. Also angenommen, wir kriegen das Mana-Blattkraut. Wie kommen wir an ein Mana-Fragment? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. In den Schriften der Kirche von Martell hieß es an einer Stelle, das enormes Mana des großen Mutterlands Deris Kalan regnete in Fragmenten auf die Erde herab und erschuf alle lebenden Dinge. Da müssen wir also nach Deris Kalan? Es ist nicht bewiesen, aber Deris Kalan, das ist das Hauptquartier der Feinde. Heben wir uns das für später auf.
Der Riss, ist das nicht auch ein Cilia 2? Erst gehen wir nach Heimdall oder zur Lazareno-Gesellschaft in Altamira. Weil ich bin jetzt gerade irgendwie da. Ich muss irgendwie nach so einem Ort, der so ähnlich klingt, glaube ich. Mein Gott, sind die wirklich alle miteinander verbunden, die Spiele? Das gibt's nicht. Ja. Wäre auf jeden Fall geil. Prüfen. Moink. Fuck. Okay. Ich war's nicht. Warum konnte ich jetzt das Buch hier runterschmeißen? Na gut. Das ist gerade passiert. So, also können wir uns jetzt entweder zu dieser Elfenstadt oder zu Dingens begeben, ne? Also entweder nach Riegels Hauptstadt in. Ja, wie heißt die nochmal? Ich würde aber diese Elfenstadt ein bisschen eher interessieren. Okay. Hi, na? Bist du die Prinzessin? Mein Vater sagte, er will niemanden sehen. Aber wir müssen nach Heimdall. Und nur der König kann einen Passierschein für Heimdall ausstellen, oder? Wahrscheinlich den Passierschein 38. Würdet ihr uns ihn für uns fragen, Prinzessin? Cellus, wenn du darauf bestehst, frage ich Vater. Warte einen Moment. Selbst wenn wir den Passierschein bekommen, Heimdall ist außer Elfen niemanden freundlich gesonnen. Ich weiß nicht, ob sie uns das Mana-Blattkraut geben werden. Wir werden sie schon irgendwie überzeugen. Dies ist ein Brief meines Vaters für Heimdall. Damit solltet ihr den Ort betreten können. Sehr schön. Danke. Prinzessin, ich danke euch. Wo liegt Heimdall überhaupt? Der Turm des Halls steht im Zentrum der Erde, oder? Heimdall liegt südlich davon. Es ist, soviel ich weiß, vom Ymirwald umgeben. Okay, Leute, gehen wir. So, ich bin jetzt wieder ein bisschen paranoid. Ich habe irgendwie so das Gefühl, mit sehr großem Pech können wir nur einen von dieser Orte betreten, was oder aus irgendwelchem Grund, was irgendwie gar keinen Sinn macht, weil wir ja beide Sachen brauchen. Was hat er da im Schloss gemacht? Wer weiß, wen kümmert's? Es ist ja nicht das erste Mal, dass er etwas Seltsames gemacht hat. Ja, du hast recht. Wir dürfen es nicht ignorieren. Ja. Wir dürfen es nicht ignorieren. Sollte sich herausstellen, dass der König und Kruxis gemeinsame Sachen machen, wäre das ein Desaster. Folgen wir ihm. Also gut, du hast noch nie gehört, dass weise Männer Gefahren vermeiden. Nee, wenn es um Kratz geht, dann muss ich doch mal gucken. Hallo? Das ist ein cooler Charakter. Oh, der ist verschwunden. Oder konnte man da hinten hin? Ja, entweder können wir wahrscheinlich nur zum einen Ort, was aber keinen Sinn macht, weil wir ja beide Sachen brauchen, aber ich bin doch nicht mehr kriminell. Aber ja. Ja, ne, waren wir hier eigentlich? Ach, ich bin hier wieder. Was? Warum? Wo bin ich denn jetzt auf einmal gelandet? Okay. So. Wir sind jetzt hier. Wo sind wir hier? Ah, wollte schon sagen. Wie ist denn das passiert? Jetzt wollte ich meinen Gedanken eigentlich zu Ende fassen. Ich glaube nicht, dass wenn wir zu einem Ort hingehen, dass irgendein anderer wegfällt. Aber ich bin so paranoid, okay? Also, ja. Wo ist der Typ jetzt hingegangen? Der Kratos, den wir gerade gesehen haben. Aber ich bin immer so eine Person, ich möchte mir am liebsten immer das Beste zum Schluss aufheben. Da mich der E-Mail-Wald ein bisschen mehr interessiert, heben wir uns den für später auf. Dann trage ich das Holz vor die Stadt. Kratos! Möchtest du hier kämpfen? Wozu benötigst du das gesegnete Holz? Es geht dich nichts an. Gesegnetes Holz brennt um ein Vielfaches heißer als herkömmliches Feuerholz.
Willst du Ionis schmelzen? Ionis ist ein fiktives Erz. Ja, so sagt man. Hör auf damit, so geheimnisvoll zu tun. Warte! Aus dem Weg. Ich sagte, du sollst warten. Je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher ist die Heilung der Auserwählten. Was? Kratos. Ich sage es nur ungern, aber er hat recht. Beeilen wir uns und retten wir Colette, okay? Ja. Also, der Typ scheint andauernd irgendwie besorgt um Colette zu sein. Habe ich so das Gefühl. Aber der macht sich ein bisschen unbeliebt in der Gruppe, habe ich so das Gefühl. Ich mag ihn eigentlich. Auch wenn er schon einmal versucht hat, uns zu töten. Ja. So ein Zeug passiert halt. So, wie heißt diese Stadt? Flanor, das ist diese Eisstadt. Altamira, genau. Das ist diese Insel. Irgendwo hier ist das. Irgendwas sagt mir natürlich, wir können da nicht einfach so hingehen und das Ding abholen. Dieses Zirkonis oder wie auch immer das war. Sondern irgendwas kommt noch dazwischen. Nee, ist das nicht so? Ja, das ist so. Wo ich eher glaube, dass er Schwierigkeiten bekommen ist, wahrscheinlich im Imerwald. Mal sehen. So. Gehen wir schnell dahin und holen uns einfach so ab. Ich habe mal einen Wunsch denken. So, wo muss ich mich denn jetzt hinwenden? Ist das eine Tür gewesen? Nein. Ja, über den Monster trauen sich nur wenige auf den Reisen zu gehen. Sind Monster nicht irgendwie Standard in Rollenspielen? Ganz ehrlich, so viele Monster, wie wir schon bekämpft haben, ich frage mich echt, wie viele Monster es wirklich auf dieser Welt gibt. Maskerie, interessieren Sie sich für ein bestimmtes Dokument? Nein, ich will so ein Ding näher haben. Wo dieser Typ ist. Was? Sie sind der Präsident? Okay. Büro zum Präsidenten. Was genau macht ein Präsident eigentlich? Diese Frage haben wir noch nicht beendet. Beantworten meine ich natürlich. So. Ha. Ist ja alles in Ordnung? Was die Geschäfte angeht, ja. Aber jemand hat versucht, in der versiegelten Exfermine einzudringen. Ich wusste es. Wir glauben, dass das Varleys Werk war. Glücklicherweise konnte er sich kein Zutritt zum Herz der Mine verschaffen. So scheint es. Aber können wir sicher sein, dass er solche Probleme nicht mehr geben wird? Varley ist tot. Sind Sie sicher? Ich hab's getan. Was? Anders ausgedrückt, Alicia wurde durch Regal und Presser gerecht. Verstehe, das sind gute Nachrichten. Sind Sie hier, um mich darüber zu informieren? Nein, ich habe etwas zu erledigen. Ich möchte mir die Aufzeichnungen zu den letzten Minenoperationen anschauen. Bitte öffnen Sie die Tür zum Archiv. Die Dokumente, die sich mit den jüngsten Minenoperationen beschäftigt, sind im linken Raum des Archivs im ersten Stock. Verstehe, dankeschön. Okay. Wir wahrscheinlich jetzt herausfinden, wo das hingegangen ist, und dann müssen wir am Ende der Welt finden. Der letzte Zirkonium-Transport war... What the fuck? Nun, was haben wir denn hier? Kuchinawa! Der Typ geht mir irgendwie auf den Nerven. Der Patriarch ist weg, Vale ist tot. Warum stellst du dich noch in den Weg? Es ist wegen mir, nicht wahr? Natürlich, es ist deine Schuld, dass meine Eltern und zahllose Bewohner unseres Dorfs sterben mussten. Und dass unsere Oberhaupt seit 10 Jahren im Koma liegt. Es tut mir leid. Und du denkst, mit einer Entschuldigung ist es getan? Ich werde dir niemals vergeben. Kuchinawa, wenn ich es bin, die du hast. Shina, wenn du dich selbst opfern willst, werde ich dir das niemals verzeihen. Nein, ich bin die, die du hast. Wir sollten ein Duell austragen, so wie unsere Regeln es vorschreiben. Glaubst du wirklich, du kannst mich allein besiegen? Und, nimmst du meine Herausforderung an? Also gut, sollen wir es hier und jetzt entscheiden? Wir folgen den Regeln und kämpfen auf der Insel der Entscheidung. Bist du einverstanden, Lloyd?
Es würde wohl keinen Sinn machen, dich aufhalten zu wollen. Danke. Ich werde dich auf der Insel der Entscheidungen erwarten. Warte, gib uns das Dokument zurück. Dies ist das Pfand, damit du gegen mich kämpfen wirst. Colette könnte sterben, wenn du es uns hier nicht gibst. Ich gebe dir dies stattdessen. Was ist das? Corinnes Andenken. Wie du wünschst. Sehr gut. Erscheinst du nicht, werde ich diese Glocke zerstören. Sheena, ich weiß, wie viel sie dir bedeutet hat. Es tut mir leid. Es ist okay. Alles, was ich tun muss, ist, ihn zu besiegen. Ich werde nicht mehr weglaufen. Von Mitsuo aus kann man auf der Insel der Entscheidung fahren, aber können wir das später machen? Vorher sollten wir noch das Zirconium schaffen. Colette geht vor. Ja, gut. Wo ist das Zirconium? Die Aufzeichnungen belegen, dass die letzte Fuhre an das Königliche Forschungsinstitut in Sibak ging. Okay, lass uns gehen. Sie wird nicht mehr weglaufen. Verdammt. Was soll ich tun? Was sollen diese ganzen Kommentare immer? Ich traue Zellos nicht. Mein Instinkt und sowas hat mich noch nicht getäuscht. Ja gut. Dann. Nur mal so, just for the lols, möchte ich mal kurz gucken, ob man von Mitsuo aus schon dahin gehen kann. Wird nicht angezeigt, okay. Ja, gehen wir erstmal nach Sibak. Würde ich sagen, dann. Oh nein, es hat irgendwie so eine. Aber die haben ja gesagt, wir sollten uns erst darum kümmern. Deswegen glaube ich, dass man das schon ein bisschen hinauszögern kann. Machen wir erstmal das in Sibak und dann gucken wir mal. Ne? Okay. Hier ist mit so. Mal kurz gucken. Mal kurz speichern. Weil wenn dieser Kampf jetzt schon ausgeführt wird, dann würde ich ihn gerne in den nächsten Part verschieben. Bist du bescheuert? Wir müssen doch zuerst das Zirconium holen. Los zurück nach Sibak. Ich wollte doch nur. Oh Mann. Na okay, dann nach Sibak. So, wo genau müssen wir jetzt hin? Im Forschungsinstitut, ne? Aber würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, The Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!